Shukden, ein Geist polarisiert die tibetische Gemeinschaft. Wie wird der Dalai Lama damit fertig? Anfang Januar hat die Sendung 10 vor 10 eine Reihe von Berichten gebracht, die viele stutzig machte und irritierte. Der Dalai Lama, geschätzt als spirituelle Persönlichkeit, geriet unter den Verdacht religiöser Intoleranz. Vordergründig geht es um den Geist Shukden, den der Dalai Lama nicht mehr anerkennt. Es kam sogar zu Gewaltakten. Doch was steht dahinter? Erwin Koller hat sich kürzlich wegen einer anderen Angelegenheit in Dharamsala, dem Wohnsitz des Dalai Lama, aufgehalten. Dort ist er ob dieser Berichte auf große Empörung gestoßen. Er versucht, aufgrund seiner Begegnungen und zusammen mit seinen Gästen im Studio, die Hintergründe dieses Konflikts aufzuhellen. Bilder, wie wir sie gewohnt sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So kennen wir den tibetischen Buddhismus. Murmelnde Gebete, Gesänge, Meditation, Mönche, Nonnen, einfache Gläubige. Das alles hinterlässt einen Eindruck tiefen Friedens. Doch die Bilder, die wir eben sahen, haben einen tragischen Hintergrund. Die Gebetszeremonie war ein Totengedenken und galt drei Mönchen und Gelehrten in der nächsten Umgebung des Dalai Lama. Sie sind vor einem Jahr ermordet worden. Opfergaben. Alle bringen etwas mit zum Gedenken an die Ermordeten. Und alle Opfergaben werden nach der Zeremonie auch wieder verteilt. Während der Zeremonie werden Gebete gesungen, Tee ausgeschenkt, Brote verteilt. Mitten im Tempel sitzen die Mönche, die Nonnen sitzen am Rand. Und die gewöhnlichen Leute feiern draußen mit. Alle begleiten in ihrer Meditation die Seelen der Toten, um ihnen Erlösung zu bringen. Nicht weit von diesem Tempel befindet sich die angesehene Klosterhochschule für dialektische tibetische Philosophie. Es ist eine Besonderheit der tibetischen Gesellschaft, dass die meisten Gelehrten auch Mönche sind und die Klöster ihre eigenen Universitäten haben. Auch Nonnen werden hier ausgebildet und sogar Leute aus dem Westen, allerdings nur in Tibetisch. Im Gebetsraum der Klosterhochschule ein Bild des Dalai Lama und daneben jenes des Abtes und Rektors der Schule. Er ist tot, mit Messern ermordet, zusammen mit zwei seiner besten Schüler. Es geschah am 4. Februar 1997. Meiner Meinung nach hat der Mord keinen politischen Zusammenhang. Die Mörder waren schlicht und einfach fanatisch und brutal. Solchen Menschen können wir keine Ratschläge geben, sich in Gewaltlosigkeit, Toleranz und Mitgefühl zu üben. And through non-violence and through compassionate attitude, then it will create more. Solche Taten führen nur zu noch mehr Spannungen in der tibetischen Gesellschaft. Wir können Terrorismus unter keinen Umständen und nirgendwo auf dieser Welt tolerieren. Glauben Sie, dass es auch unter Gelehrten und Lamas Fanatiker gibt? Ja, auch einige Lamas sind ziemlich fanatisch, aber wir dürfen es nicht tolerieren. Soweit zum Tatbestand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Mord geschah am 4. Februar 1997 im nordindischen Dharamsala und hat selbstverständlich nicht nur unter den Tibetern großen Schock ausgelöst,
weil die Bluttat einem führenden Kopf im Umkreis des Dalai Lama galt, musste auch die indische Polizei ihr Sicherheitsdispositiv für den Dalai Lama und für seine Leute verstärken. Wie konnte eine solche Tat begangen werden? Welche Motive stecken dahinter? Gibt es klare Hinweise auf die Täter? Dazu nochmals der Vizerektor und Freund des getöteten Abtes. Der Mord ist passiert, weil mein Lehrer den Anweisungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama folgte. Er verfasste viele Artikel über die Schädlichkeit des Shukden-Kults. Diese Artikel wurden von den Shukden-Anhängern nicht geschätzt und wir erhielten viele Drohbriefe. Nun hat sich herausgestellt, dass diese Morde durch Shukden-Anhänger verübt wurden, wie uns von der indischen Polizei in Dharamsala bestätigt wurde. Wir haben zwei der Mörder identifiziert und wir haben klare Indizien, dass die Täter mit der Shukden-Vereinigung in direkter Verbindung standen. Bis heute war es uns nicht möglich, die beiden zu verhaften. Der eine heißt Tenzin Chödzin, der andere Lobsang Chödak. And then also before the murder of the Vor dem Mordfall erhielt der Direktor der Schule für Dialektik einen Drohbrief von der Deutschen Shukden-Gemeinschaft. Bei uns pflegen wir, Läuse zwischen den Fingernägeln zu zerquetschen. Und so hieß es dann im Brief, wenn du nach Delhi kommst, werden wir dich zerquetschen wie eine Laus. Zunächst fand die Polizei am Tatort einen Brief, geschrieben vom Präsidenten der Shukden-Vereinigung. Dieser Brief war ein Drohbrief gegen den Abt Lobsang Gyatso und er zeigt, dass die Mörder in direkter Verbindung stehen mit den Shukden. This is one of the link. Then these murderers, they were living. Überdies lebten die Mörder in Manjukatila in Delhi. Ein Hinweis mehr dafür, dass sie Beziehungen zum Shukden-Zentrum pflegten. Denn was geschah? This thing made available on the case file. Linking these two murders with Chimeshiring, because. Einen Tag, nachdem Abt Lobsang Gyatso von Singapur kam, übernachtete er in Delhi und machte sich am anderen Tag auf den Weg nach Dharamsala. Dabei wurde er von den Mördern verfolgt. The next day when he was coming to Dharamsala, he was followed by these murderers. And at Ambala somehow they In Ambala hatten die Verfolger eine Autopanne. Daraufhin telefonierten sie nach Delhi. Sie wählten die Nummer des Präsidenten der Shukden-Vereinigung. Für diesen Anruf haben wir Beweise. At the number of telephone number of Mr. Chimeshiring, they talked to him, and we have traced that call. I think very few people follow this Shukden cult. Ich glaube, nur wenige Leute folgen dem Shukden-Kult. Es ist aber sehr schockierend, die Lamas zu sehen, die diesen Kult propagieren und sich gegen den Dalai Lama auflehnen. Ohne seine Heiligkeit, den Dalai Lama, werden wir Tibeter nie die Unabhängigkeit unseres Landes erreichen. Und es wird unmöglich sein, Harmonie und Einigkeit innerhalb des tibetischen Volkes zu bewahren und für unsere Sache zu kämpfen. On the basis of some evidence. We raided a place. Bei unserer Beweisaufnahme haben wir in Kalsura im Mandi-Distrikt Fotos gefunden, welche den Präsidenten der Shukden-Vereinigung zusammen mit den Mördern zeigt. Dies ist ebenfalls ein Beweismittel, welches die Täter mit den Dorji-Shukden-Leuten in Verbindung bringt. So this is also one of the linking evidence that these murderers were. Wir von der Polizei sind überzeugt, dass die Mörder von den Dorje-Shukden-Leuten engagiert wurden, um den Hochschulrektor Lobsang Gyatso umzubringen. Der Rektor stellte sich immer gegen die Ideen der Shukden-Verehrer und vertrat ganz klar die Ideale und die Lehre des Dalai Lama.
Shukden people, and he was propagating the ideas and ideologies of His Holiness the Dalai Lama. Das sind belastende Hinweise, doch halten wir fest, ein Urteil ist nicht gefällt. Die mutmaßlichen Täter werden über Interpol gesucht und die Ermittlungen gehen weiter. Wir wollen also auch hier kein Urteil fällen. Ein paar Fragen möchten wir trotzdem stellen und vor allem möchten wir einige Hintergründe zu diesem kontroversen Problem ausleuchten. Dazu begrüße ich nun im Studio zwei Gäste, einer aus dem Westen, einer aus dem Osten. Kelsang Gyaltsen ist Sekretär des Dalai Lama für politische und internationale Beziehungen. Er wohnt im nordindischen Dharamsala, wo der Dalai Lama seinen Sitz hat. Aufgewachsen ist er in der Schweiz. Martin Kalf hat ein Studium in christlicher Theologie und dann in Religionswissenschaften absolviert. Er ist Spezialist für Buddhismus und hat überdies im Raum Zürich eine psychologische Praxis. Herr Kalf, vorweg eine Frage. Auf welcher Ebene ist denn überhaupt dieses Shukden-Problem anzusiedeln, wenn wir das Ganze des Buddhismus nennen? Also ich würde sagen, diese Praxis von Dorje Shukden gehört zur Praxis der Schutzgottheiten. Und innerhalb der buddhistischen Praxis sind eigentlich das Zentrum der Praxis die Ethik, die Entwicklung der Konzentration, der Stabilität des Geistes und der Weisheit. Und der Platz der Schutzgottheiten ist nicht im Zentrum, sondern wie das Wort Dharmapala sagt, sie sind da, um die Entwicklung dieser Qualitäten zu fördern, zu schützen und Hindernisse, die für die Praxis entstehen können, zu beseitigen. Vergleiche über die Grenzen der Religion hinweg sind immer schwierig. Ich möchte es trotzdem versuchen. Ist die Lehre jetzt von Shukden vergleichbar mit der Frage, ob Jesus Gottes Sohn ist? Ist es vergleichbar mit der Frage, ob man jemanden als Heiligen verehren kann? Oder ist es etwa auf der Ebene, soll die Messe lateinisch oder deutsch oder in einer anderen Volkssprache gelesen werden? Also ich würde sagen, wenn man das mit Christus oder mit diesen biblischen Figuren vergleichen würde, ist der Ort falsch angesetzt. Weil die Bedeutung von Jesus oder Maria zum Beispiel, die sind zentral in der biblischen, in der christlichen Tradition. Währenddem die Gottheit Shukden ist eigentlich ohne eine kanonische Basis in der etablierten Sanskrit-Texten des Buddhismus und gehört zu einer späteren Entwicklung. Und schon aus diesem Grund würde ich sagen, wenn man das auf die Ebene stellt von Jesus, Maria und so weiter, sind wir hier am falschen Ort. Ich würde eher an Schutzheilige denken. Also Schutzpatrone, wie wir sie auch kennen, Schutzengel und so. Also von daher ist dann überhaupt die Bezeichnung Gottheit richtig oder sollte man besser von einem Schutzgeist reden? Man spricht von Schutzgöttern, Dharmapalas. Aber es werden unterschieden einerseits weltliche Schutzgottheiten und im Unterschied dazu Erleuchtete. Und darum geht ja eigentlich auch diese Kontroverse zum Teil. Und die weltlichen Schutzgottheiten, die werden eher verehrt, um Gewinn zu erzielen beim Handel, um Erfolg zu haben, haben also einen weltlichen Aspekt und stehen auch schon aus dem Grund gar nicht im Zentrum der buddhistischen Bestrebungen, die auf Erleuchtung ausgerichtet sind. Herr Gyaltsen, wir werden nachher noch hören, was der Dalai Lama selber, wie er selber dieses Verbot begründet. Und hier habe ich gleich die erste Frage, ist es ein Verbot, ist es eine Empfehlung, ist es eine Belehrung? Als was würden Sie das bezeichnen? Ich würde die Haltung des Dalai Lamas als einen ernsthaften Rat an die Gläubigen bezeichnen. Weil was der Dalai Lama gesagt hat, ist, er hat die Leute auf die negativen Folgen der Schuldenverehrung hingewiesen und er hat sie aufgefordert und geraten, von dieser Verehrung Abstand zu nehmen. Und sollten sie nicht
mit der Praxis der Verehrung aufhören, dann hat er gesagt, dass es besser ist für sie in Zukunft nicht zu seinen Belehrungen zu kommen. So, dass in dieser die Position des Dalai Lama ist, wer fortfährt, Schukten zu verehren, soll fortan nicht zu seinen Belehrungen kommen. Ist das sozusagen die einzige Sanktion, die es gab? Also nicht mehr Teilnahme an seinen Belehrungen? Das ist die Position des Dalai Lamas. Was die Position der tibetischen Exilregierung ist, die ist klar festgehalten in einer Resolution des Exilparlaments von 6. Juni 1996. In dieser Resolution heißt es ganz klar, dass Regierungsdepartements und Zweigstellen und Klöster, die direkt der Kontrolle der Regierung unterstellt sind, dass diese die Schuldenpraxis nicht ausüben dürfen. Aber Privatpersonen soll man aufklären über die negativen Folgen der Schuldenverehrung. Aber es müsse ihnen freigestellt werden, zu entscheiden, wie sie wollen. Also das ist die Position der Regierung und des Exilparlaments betreffend das Schuldenproblem. Herr Kalf, ich wage nochmals einen Vergleich mit dem Westen. Es gibt zum Beispiel einen Schutzheiligen, der heilige Georg. Man sieht ihn in sehr vielen Kirchen. Mit der Lanze tötet er den Drachen. Ist ja auch so eine Art Schutzpatron nach dem Konzil. Schon früher hat man Dispute deswegen gehabt, dass seine Legende. Nach dem Konzil hat man ihn aus dem heiligen Kalender gestrichen, weil er wirklich nur eine Legende ist und nie gelebt hat. Ist das damit vergleichbar? Also ich würde denken, natürlich in gewissem Sinn würde ich, wie ich schon gesagt habe, den Vergleich eher auf dieser Ebene suchen, in Bezug auf die Wichtigkeit oder in Bezug auf die Zentralität der Auseinandersetzung. Nun, wir haben im Film doch sehr viel Gewalt gesehen. Wie erklären Sie sich diese Gewalt? Wie kam das so plötzlich über Sie herein? Also ich sehe, einmal muss man wissen, dass die Schuldenverehrung immer kontrovers war, über 360 Jahre lang. Schon der 5. Dalai Lama hat die Schuldenverehrung eingeschränkt. Und der 13. Dalai Lama hat auch die Schuldenverehrung eingeschränkt. Wir werden auf die Geschichte noch zurückkommen. Aber ich möchte gerne die Gegenwart nehmen. Ja, ja, die Gegenwart. In der Fortsetzung dieser Haltung hat der 14. Dalai Lama auch die Haltung, diese Position zu der Schuldenverehrung eingenommen. Aber ich glaube, die Gewalt sehe ich hier. Einmal ist die im Gegensatz zu den früheren Kontroversen, die innertibetisch geblieben ist, hat die Kontroverse heute eine neue Dimension genommen. Und was sind die Veränderungen, die seit 1978 stattgefunden hat? 1978 hat seine Heiligkeit, der Dalai Lama, zum ersten Mal zum Schuldenproblem Stellung bezogen. Aber damals blieb das Schuldenproblem eine rein innertibetische Angelegenheit ohne Gewalt. Aber heute ist es zu Gewalt und zu einer internationalen, es hat eine internationale Dimension bekommen. Welche Veränderungen haben sich stattgefunden? Und hier sehe ich zwei Entwicklungen. Einmal ist die Verbreitung des Buddhismus im Westen in den letzten Jahren. Damit sind auch viele Europäer in den Schuldenkult eingeführt worden von tibetischen Lamas. Und diese westlichen Schuldenanhänger haben auch eine sehr intensive und aggressive Kampagne gestartet. Dann zum anderen ist eine neue Entwicklung ist auch, seit dem Anfang der 80er Jahre haben wir einen großen Zustrom von neuen Flüchtlingen aus Tibet. Und diese beispielsweise in den drei großen Universitätsklöstern in Indien haben wir über 4000 junge Tibeter, die aus Tibet geflohen sind. Diese jungen Tibeter sind unter der chinesischen Herrschaft aufgewachsen. Sie haben keine traditionelle tibetische Bildung bekommen, noch haben sie eine
neue chinesische Bildung bekommen. Sie sind kulturell und geistig entwurzelt. Sie durch ihr Leben unter der chinesischen Herrschaft als Bürger zweiter Klasse in eigenem Land ist eine, haben sie eine große Aggression in sich aufgestaut. Und somit hat durch den Zustrom von neuen Flüchtlingen aus Tibet haben sich die Spannungen in der tibetischen Gemeinschaft im Exil auch zugenommen. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben vom dreifachen Mord gehört. Nochmals, es liegt kein Urteil vor. Und ich denke, wir vom Westen, wenn wir da kommen und in eine fremde Kultur hineinsehen, es ist doch erst recht ein Gebot, vorsichtig abzuklären und alle Seiten zu hören, bevor wir ein Urteil fällen. Nachweislich allerdings sind die Morddrohungen. Nun behaupten aber auch die Schukten-Verehrer, dass die Anhänger des Dalai Lama sie mit Mord bedroht und sogar Anschläge auf sie verübt hätten. Die Sendung 10 vor 10 hat das Anfang Januar in einer Reihe von Beiträgen dargestellt. Sehen Sie vier Ausschnitte aus der 10 vor 10 Reihe. Eine ungewohnte Szene. Vor wenigen Jahren noch vollkommen undenkbar. Mönche demonstrieren gegen die Regierung des Dalai Lama. Er war an jener Demonstration dabei. Geshe Pünzök Zültrim ist 64 und sagt uns, er erlebe die traurigsten Momente in seinem Leben. Wir hatten unsere Lehrer gebeten, uns in die Verehrung dieser Gottheit einzuführen. Jetzt müssen wir entweder gegen die Worte dieser großen Meister verstoßen oder das Verbot des Dalai Lama missachten. Ich bedauere es zutiefst, dass ich nicht vor einigen Jahren habe sterben können vor diesem Verbot. Geshe Löbsang Dönten, 72 Jahre alt. Einerseits können wir mit dem Dalai Lama nicht reden. Andererseits bleibt uns keine andere Wahl, als gegen seine Worte zu verstoßen. Ich denke immer, wenn ich nur schon tot wäre. Wer diese Gottheit verehrt, denen muss man gezielt entgegentreten. Sie vor das Volk bringen. Sie müssen getötet werden. Und gegen zwei junge Lamas? Wir werden ihr Leben und ihre Aktivitäten zerstören. Der Disziplinmeister dieses Klosters erhält während unserer Dreharbeiten dieses Schreiben. In 7 Tagen wirst du tot sein. Nach einer leisen Kritik am Verbot des Dalai Lama wird dieser pensionierte Minister mit einem Messer niedergestochen. Er kommt knapp mit dem Leben davon. Champel Yeshe, Präsident dieser Gesellschaft, lebt seit einem Jahr allein in seiner Wohnung. Die Familie wurde so sehr bedroht, dass er seine Frau und seine 3 Kinder ins Ausland bringen musste. Am gravierendsten trifft ihn dieser vervielfältigte Steckbrief. Hier steht der Name meiner Frau. Die Namen aller meiner Kinder sind aufgeführt, mit den konkreten Angaben, in welche Schule sie gehen. Überall wurden diese Steckbriefe aufgehängt. Das ist wohl eine Aufforderung, uns zu töten. Wegen unserer Religion sind wir gekommen. Wir haben Tibet aufgegeben, um die Lehre des Buddha zu bewahren. Deshalb sind wir geflüchtet. Die Verehrung dieser Gottheit kann man nicht einfach wegwischen. Unsere Väter und unsere Mütter sind gestorben. Die Chinesen haben sie getötet. Das war zwar schrecklich, aber trifft nicht in alle Tiefe. Dieses Verbot jedoch, das trifft uns ins Herz. Weshalb dieses Verbot? Tibetan Buddhism. Der tibetische Buddhismus ist eine so tiefgründige Tradition. Durch diese Verehrung besteht die Gefahr, dass der tibetische Buddhismus zu einer Geisterverehrung degeneriert. Das ist ein Orakel der tibetischen Gottheit Nejung. Immer wieder ruft der Dalai Lama dieses und weitere Orakel an.
Es sind diese Orakel, die dem Dalai Lama das Verbot suggerierten. Seinen eigenen Leuten gab er die schriftliche Begründung. Die Gottheit zu verehren, fügt Tibet großen Schaden zu. Es gefährdet auch das Leben des Dalai Lama. Diese Berichte enthalten schwerwiegende Vorwürfe. Es ist kaum vorstellbar, dass dahinter nicht bittere Erfahrungen stecken. Auf die Ausstrahlung dieser 10 vor 10 Reihe hin sind wir in Indien, wo wir in einer anderen Sache unterwegs waren, im Umkreis des Dalai Lama auf viel Empörung gestoßen und haben eine Reihe von Zeugnissen erhalten, welche die Sache in einem anderen Licht beleuchten. Möchten hier aber nicht kleinlich Argumente und Gegenargumente austauschen. Aus den vielen Reaktionen greife ich nur zwei Beispiele heraus, die zeigen, wie schwer wir uns tun, wenn wir auf Konflikte in einer anderen Kultur stoßen und sie darzustellen versuchen. Das erste Beispiel betrifft den Ex-Minister, der vorher gezeigt wurde. Herr Kundeling, ist es wahr, dass Sie niedergestochen wurden? Ja, das ist wahr. Und wann genau ist das passiert? Das war 1996. Das war am 30. August 1996. Nachts um 23 Uhr. Wer war's? Nein, das weiß ich nicht. In Zeitungen steht, dass Sie angegriffen wurden, weil Sie Shukden verehren. Ich praktiziere Shukden nicht. Und weil ich kein Shukden-Verehrer bin, kann ich doch nicht als Shukden-Verehrer erstochen worden sein. Es gibt ja viele andere Gründe dafür. Die andere Seite behauptet, die tibetische Regierung hätte mich erstechen lassen, weil ich angeblich Shukden verehre. Das ist überhaupt nicht wahr, das ist eine Lüge. Ein zweites Beispiel sind die angeblichen Steckbriefe, von denen vorher gesprochen wurde. Der Innenminister der Exilregierung hat uns erklärt, wie es dazu kam. Nach dem grausamen Mord von Dharamsala hat nämlich das Parlament reagiert und hat einen Beschluss gefasst. Die Regierung hat nie jemanden aufgefordert, irgendwelche Posters über Shukden-Mitglieder zu verbreiten. Wir haben Informationen über Personen gesammelt, die zur Shukden-Gemeinschaft gehören. Denn das Parlament hat uns bei der letzten Session dazu beauftragt. Man wollte wissen, wer diese Leute sind. Soweit wir wissen, hat ein Parlamentarier aus Bilakuppe in Südindien die Informationen weitergegeben. Vielleicht gelangten sie so an die Öffentlichkeit. Dies ist das vertrauliche Dokument. Obendrauf steht, nur für internen Gebrauch. Again, the English also says internal documents. And it says for. Das hier heißt Untersuchungsbericht. Und wie viele Personen wurden in diesem Dokument erfasst? Zehn Personen. Zehn Fischen also von den führenden Leuten der Shukden-Gemeinschaft. Das führt uns auf die Frage der Zahlen. Herr Gjalsen, was wissen Sie darüber? Wie viele Anhänger hat dieser Kult? Das ist sehr schwierig, eine klare Antwort zu geben. Was wir mit einiger Präzision
angeben können, ist, in den drei großen Klosteruniversitäten, die direkt der tibetischen Regierung unterstehen, wie viele Mönche in diesen Kloster sind und wie viele von ihnen die Schukten-Praxis ausüben. Beispielsweise gibt es in den drei großen Klosteruniversitäten insgesamt eine Anzahl von 7.949 Mönche. Und laut Informationen unseres Departements für religiöse Angelegenheiten sind von den 7.949 Mönchen praktizieren etwa 666 Mönche noch die Schukten, üben die Schuktenpraxis aus. Woher haben Sie diese Zahlen? Die Zahlen sind eben, wie ich Ihnen vorhin erwähnte, diese Kloster sind der direkten Kontrolle der Regierung unterstellt. Außerdem subventioniert die Regierung die Klöster. Viele dieser Mönche sind neuankömmliche Flüchtlinge aus Tibet, die von der Regierung mit monatlichen Subventionen unterstützt werden müssen. Aber müssen die angeben, ob sie Schuktengläubige sind oder nicht, wenn sie erfasst werden? Nein, die zum Beispiel jetzt kürzlich war seine Heiligkeit Ende Dezember, Anfang Januar in Sera. Das ist auch einer der großen Klöster Tibets. Und dort hat er Belehrungen erteilt. Und laut neuesten Informationen sind von den Mönchen in Sera Kloster, dort sind 3173 Mönche. Davon sind 150 Mönche den Belehrungen seiner Heiligkeit ferngeblieben. Also das ist ein klares Indiz. So, wir haben schon eine klare, und diese Mönchgemeinschaften, die üben auch, es ist, in diesen Klöstern üben die Mönche in Gemeinschaften die Praxis aus. Bei den Laien ist es eher privat und man weiß weniger die genaue Zahl der Praktizierenden. Aber wenn man sagt, es gibt 6 Millionen Tibeter, man sagt, diese Zahl gibt es, wird behauptet von westlichen Schuktenanhängern oder von Lamas, die hier im Westen leben, 1 bis 2 Millionen Schuktenanhänger würde es geben. Halten Sie die Zahl für möglich? Überhaupt nicht möglich, weil es gibt überhaupt keine Volksbefragungen in Tibet, die besagen würden, wie viele Tibeter zu einer der vier haupttibetischen Schulrichtungen gehören, geschweige denn wie viele Schulen praktizieren. Das ist so eine unwichtige Frage in der ganzen Komplex. Herr Kalf, wir müssen es dahingestellt lassen. In diesem Film, in diesem Polizeibericht wurde ja doch gesagt, dass gewisse Fanatisierungen und man kann in einem gewissen Sinn sagen, fundamentalistische Strömungen bei dieser Bewegung da sind. Ich möchte doch dann fragen, kann man die alle sozusagen auf die gleiche Stufe stellen, in den gleichen Topf werfen oder gibt es verschiedene Charaktere oder Kriterien, Kategorien von solchen Schuktenanhängern? Also ich würde durchaus sagen, dass es natürlich hier ein breites Spektrum wahrscheinlich gibt, nicht? Dass es sicher auch Schuktenfreier gibt, die ähnlich auch wahrscheinlich wie der Dalai Lama gegen jegliche Gewalt sind. Andererseits muss ich sagen, hat schon eine gewisse, zeichnet häufig eine gewisse Einseitigkeit diese Anhänger aus. Das hängt ja mit dieser Praxis zusammen, die eben es nicht irgendwie erlaubt, dass man gleichzeitig mit der Gelugpa-Lehre auch noch eine andere der Schulrichtungen praktiziert. Und der Dalai Lama möchte ja eigentlich darauf hinwirken, dass man sich auch unter den tibetischen Buddhisten nicht nur gegenseitig den Rücken zukehrt, sondern auch wirklich profitiert vom Reichtum der anderen Richtungen. Und da ist diese Bewegung etwas eingleisig. Nun, die Bewegung hat fanatische Züge, so wie wir gesehen haben. Wie erklären Sie sich denn, dass doch sehr führende intellektuelle Tibeter an dieser Bewegung mitmachen und sie unterstützen und propagieren? Also ich glaube, das hat ja sicher damit auch zu tun, dass der bedeutende Lehrer vom Dalai Lama, Trichang Rinpoche,
den der Dalai Lama übrigens absolut schätzt, nur in diesem Punkt der Schuckenpraxis kritisiert, diese Praxis vertreten hat und aus Loyalität zu ihm und auch zu seinen Argumenten gibt es natürlich viele, die diese Praxis ausüben. Aber was mich in der letzten Zeit auch sehr interessant gedunkt hat, ist, dass immer mehr auch unter diesen intellektuellen und auch fortschrittlichen Lehrern sich entschieden haben, öffentlich bekannt zu geben, dass sie diese Praxis nicht mehr unterstützen. Ja. Nun, haben Sie denn Erklärungen, also ich meine, wir reden hier von Geistern, wir reden von Dingen, die wir Westler doch sehr schwierig erklären können. Können Sie denn aus psychologischer Sicht ein Muster geben, wie wir an die Sache herankommen? Gut, das ist natürlich in kurzen Worten schwierig, aber ich würde vor allem hier mal ins Zentrum stellen, diese Schutzgottheiten sind ja sehr zornvoller Natur. Und was damit ausgedrückt wird, ist eigentlich die Möglichkeit eines Umganges mit den inneren eigenen negativen Emotionen. Nicht, dass es also möglich ist, diese zu transformieren. Und je nach der Stellung, die diese Schutzgottheiten haben, wird auch ausgedrückt, wenn es erleuchtete sind, es ist sogar möglich, diesen Schatten, diesen negativen Seiten, die wir in uns haben, ganz umzuwandeln. Das Problem ist, und das wissen wir ja aus psychologischer Sicht, dass jegliche Beschäftigung mit unterdrückten und Schattenseiten in uns außerordentlich schwierig ist und eine große geistige Stabilität vonnöten macht, also notwendig macht. Und ich glaube, das Problem ist, diese Praxis wird ja auch, gehört zur Tantra-Praxis, also zur höchsten Stufe der Praxis. Sie setzt eigentlich sehr große Anforderungen an die Menschen, die es ausüben, weil es eben eine Auseinandersetzung ist mit schwierigen Schattenseiten in sich selber. Und wenn die Person nicht gereift, nicht genügend stabil ist, kommt es dazu, dass statt dass man innerlich, wie es eigentlich gedacht ist, mit diesen negativen Seiten umgeht, diese Negativität auf andere projiziert. Und dann kommt es natürlich, dass man die anderen angreift und so wird man gewalttätig. Ja. Wir haben es gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt Angst, Polarisierungen, Spaltungstendenzen und ausgelöst wurden sie durch eine Weisung des Dalai Lama. Darum möchten wir nun doch noch explizit auf die Rolle des Dalai Lama in der tibetischen Gesellschaft zu sprechen kommen. Nach unseren westlichen Begriffen müssten wir im Fall des traditionellen Tibet von einem Gottesstaat reden. Für eine buddhistische Gesellschaft ist es wohl angemessener, von einer engen Verbindung oder gar von einer Einheit von geistlicher und weltlicher Macht zu sprechen. Ein kurzer Exkurs in der Geschichte. Der Potala-Palast in der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Von hier aus hat der Dalai Lama sein Volk regiert. Der buddhistische Lama ist seit 350 Jahren gleichzeitig geistliches und weltliches Oberhaupt des Landes. 1950 erobert China das Tibet. 9 Jahre später flieht der 14. Dalai Lama nach Indien ins Exil. In Dharamsala bildet er eine Exilregierung und gibt den Exil-Tibetern die Möglichkeit, ein Parlament zu wählen. Sein Ziel ist eine demokratische Regierung Tibets auf säkularer Basis. Der Dalai Lama kann vom Parlament jederzeit mit einer Zweidrittelsmehrheit als Staatsoberhaupt und Regierungschef abgesetzt werden. Die Verfassung der Exil-Tibeter erlaubt dies ausdrücklich, und zwar seit 1960. Anfang der 90er Jahre jedoch streicht das Parlament diese Bestimmung wieder aus der Verfassung. Fühlen sich die Tibeter von der Demokratie überfordert? Herr Gjalsen, das ist ja nicht ganz ohne Tragik, dass sozusagen der Dalai Lama das Volk demokratisieren will und das Volk, oder mindestens hier das Parlament, diese Demokratisierung eigentlich gar nicht so richtig will. Oder täusche ich mich? Ich glaube, die Frage ist sehr kompliziert zu beantworten. Einmal ist es sicherlich so, dass eine große Mehrheit der Tibeter die Staatsgeschäfte, die Angelegenheit des tibetischen Volkes sehr gut aufbewahrt in den Händen von seiner Heiligkeit des Dalai Lama sieht und deshalb nichts verändern will.
keine Veränderung will. Auf der anderen Seite gibt es auch einen politischen Grund. Eine Regierung muss ihre Legitimation von der Zustimmung und Anerkennung des Volkes gewinnen. Nun ist die tibetische Exilregierung seit 38 Jahren in Exil, also getrennt von der überwiegenden Mehrheit der Tibeter in Tibet, im besetzten Tibet. Und für die große Mehrheit der Tibeter in Tibet ist die Exilregierung ohne den Dalai Lama an der Spitze eine gesichtslose Regierung. So die große Mehrheit der Tibeter in Tibet als auch im Exil sieht und anerkennt den Dalai Lama als das religiöse und weltliche Oberhaupt des Volkes. Herr Kalf, wie ist denn das psychologisch, wenn ein ganzes Volk religiös und aber auch politisch sich auf eine einzige Figur konzentriert, was entsteht dann da? Entsteht da nicht ein großer Druck im Innern? Also mit dem Druck bin ich natürlich schon einverstanden, weil der Dalai Lama repräsentiert natürlich für sie Hoffnung und auch ein Stück Identität, die ja gerade in der Situation des Exils, wo man mit Unsicherheit und Not konfrontiert ist, außerordentlich wichtig ist. Und ich glaube, wenn das in irgendeiner Form angegriffen oder bedroht wird, ist das wiederum auch für die Tibeter eigentlich, wie wenn man ihnen noch alles wegnimmt, was sie haben, auch die Hoffnung. Nun, letztlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das natürlich das Recht jeder Gemeinschaft zu bestimmen, was authentisch zu ihr gehört und was nicht. Also wer drinnen bleiben kann und wer hinausgehen muss. Darin unterscheidet sich der tibetische Buddhismus in nichts von der katholischen Kirche. Das eigentliche Problem beginnt dort, wo solche Ausgrenzungen für den Einzelnen politische Folgen haben oder wo Menschenrechte gefährdet sind. Ich habe darum den Premierminister der Exilregierung gefragt, wie das rechtlich bei Ihnen geregelt ist. Was passiert, wenn bei der nächsten Wahl ein Schukten-Anhänger ins Parlament gewählt wird? Wird ein solcher Schukten-Verfechter im Parlament akzeptiert? Schon in der Vergangenheit gab es in der tibetischen Gesellschaft Konflikte. Menschen mit anderen Ansichten sitzen auch heute im Parlament. Das können wir nicht verhindern. Wir sind eine Demokratie. Wenn das Volk Shukden-Anhänger wählt, muss man es akzeptieren. Wir haben von der Spannung im Inneren und von der Konzentration auf eine einzige Figur gesprochen. Ich meine, dass in diesem Zusammenhang natürlich der gewaltige Druck noch erwähnt werden muss, der von außen kommt, nämlich von der Tatsache, dass Tibet seit 1950 von China unterjocht wird. Spielt China in diesem Konflikt eine Rolle? Herr Dr. Koller, ich komme gleich zu Ihrer Frage zurück. Aber vielleicht ist wichtig zu erwähnen, dass 1994 der Dalai Lama offiziell klargestellt hat, also ein Statement herausgegeben hat, in dem er gesagt hat, wenn die Exil-Tibeter zurückkehren nach Tibet, dann wird eine Interimsregierung eingesetzt. Und dieser Interimsregierung würde er alle seine historischen Autoritäten übergeben. Also das wäre eine säkulare Regierung. Ja, von dann an werde ich ein ganz einfacher Mönch sein. Er hat ganz klar gestellt, wenn die Vereinigung zwischen Exil-Tibet und Tibet in Tibet, wenn dieser Tag kommt, und wenn eine neue tibetische Regierung eingesetzt ist, dass er von dann an keine Regierungsposition oder politische Position innerhalb des tibetischen Staates ausüben will. Das hat er ganz klar gemacht. Jetzt zu der, wir haben klare Anzeichen gefunden, dass die chinesische Regierung natürlich versucht, diese Kontroverse innerhalb der Tibeter Gemeinschaft jetzt auszubeuten. Beispielsweise werden jetzt Exil-Tibeter von Indien, die nach Tibet reisen wollen, müssen bei der chinesischen Botschaft in Delhi eine Einreisebewilligung einholen. Und da bei der Befragung wird immer die Frage gestellt,
sind Sie ein Schuldenanhänger oder nicht. Und wenn man, wenn man sich als Schuldenanhänger bekennt, dann wird, wird das Gesuch schnell und effizient behandelt und auch genehmigt. Weitere Anzeichen sind, dass in chinesischen Publikationen im Ausland diese Kontroverse innerhalb der Tibeter-Gemeinschaft einen großen Raum gegeben wird und den Dalai Lama als Religionsunterdrücker, Menschenrechtsverletzer und so dargestellt wird. Zum anderen haben wir auch zum Beispiel tibetische Lamas, die als Schuldenanhänger bekannt sind und im Westen leben. Zum Beispiel ein Lama, der in Italien lebt, war nach Tibet gereist und als er in China war, hat er in Beijing den von der chinesischen Regierung eingesetzten Panchen Lama, die kein Tibeter anerkennt, hat er aufgesucht und diesem Panchen Lama seine Huldigungen dargebracht. Hier ist auch klar zu sehen, dass die Schuldenanhänger auch in die dass die Schuldenanhänger von der chinesischen Regierung instrumentalisiert wird. Und dann, was ganz wichtig ist, glaube ich, das große internationale Ansehen seiner Heiligkeit des Dalai Lamas in der Weltöffentlichkeit ist für die chinesische Regierung immer ein großes Problem gewesen. Nun sieht die chinesische Regierung eine Möglichkeit, mit der richtigen Anti-Dalai Lama-Kampagne der Schuldenanhänger im Westen, sieht sie eine reelle Möglichkeit, das Ansehen des Dalai Lamas im Westen jetzt anzukratzen. Nun, wir haben viel vom Dalai Lama gesprochen. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Dalai Lama selber über das Schuldenproblem zu sprechen. Im Gegensatz zu früher begegnen Ihnen heute die Medien viel kritischer. Beunruhigt Sie das? No. I think it is very important to know both sides. Nein. Ich denke, es ist sehr wichtig, beide Seiten zu kennen. Und ich sage unseren Leuten, wir sollten uns mehr mit unseren Schwächen beschäftigen. Die anderen sollen von unseren Stärken reden. Das ist meine Überzeugung. Let other people talk about the positive side. So this is my basic sort of thinking. So is this some I heard, although I haven't seen, I heard. Ich habe gehört, gesehen habe ich es nicht, dass auch das deutsche und das Schweizer Fernsehen Negatives über uns berichtet haben. Ich denke, es ist gut so. Es weckt die Bereitschaft und das Interesse, noch mehr darüber nachzudenken und nachzuforschen. Es ist gut, alles offen darzulegen. To study more, to carry investigation. So I feel, see the. It is good to open everything. Is the conflict with a minority? Tibet hat riesige Probleme zu bewältigen. Ist es da sinnvoll, dem Konflikt mit der Schuldenminderheit so viel Bedeutung beizumessen? Which face Tibet? Nein, zu den Schuldenen. Zunächst freut es mich, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Es ist eine kontroverse Sache, die schon über 350 Jahre alt ist. So viele Jahre blieb es eine kontroverse Angelegenheit. This is a controversial thing, which actually I think lasted more than 350 or 60 years. So all those years, it remained very controversial. Nun ist die Sache aufgebrochen und publik geworden. Jetzt können sich die Leute damit befassen und sich ein eigenes Urteil bilden. Das ist sehr gut. Very good. So I feel it's very good. But now I think the real thing, as I mentioned earlier,
Das Wichtige aber ist, diese Kontroverse der letzten 300 Jahre hat sich nun aber in den letzten 60 Jahren zugespitzt. Der Shugden-Geist hat im Süden Tibets zu unerfreulichen Ereignissen geführt, in Kham, im Loka-Gebiet und im Zhang-Gebiet. In Southern Tibet, in Kham area, Hoga area, in Zhang area. And also this is caused the tension between Gelugpa tradition, Yellowhead sect tradition, and other tradition. So because they believe they once der Shugden-Geist verursachte Konflikte zwischen der Gelbmützenschule und den anderen Schulen. Die Shugden-Anhänger sind überzeugt, dass der Shugden-Geist sie zerstört, wenn sie der Gelbmützenschule angehören, Shugden verehren und sich überdies mit Texten der anderen tibetischen Schulen befassen. They believe the eight Panchen Lama destroyed because of Panchen Lama involved. Sie glauben auch, der achte Panchen Lama sei getötet worden, weil er sich mit den Lehren der Rotmützenschule befasst hatte. Und der Regent, der mich als 14. Dalai Lama ausgewählt hatte, soll angeblich ebenfalls durch diesen Geist vernichtet worden sein, weil er sich mit der Rotmützenschule befasst hatte. Diese Überzeugungen führten zu Spannungen in Tibet, besonders im Loka-Gebiet und in Kham, weil das hohe Ansehen des Guru Rinpoche Padmasambhava beschädigt wurde. Und es führte zu Konflikten zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinden. Zu Beginn der 50er Jahre verehrte ich selbst den Shugden-Geist. This is my big, I say, confession. Dies ist mein großes Geständnis. Ich denke, das geschah auch aus Unwissenheit. Schließlich habe ich festgestellt, dass es nicht richtig ist, diesen Geist zu verehren, weil eine sehr schlechte Beziehung zwischen Shugden und dem 5. Dalai Lama bestand. Und ich bin schließlich ein Nachfolger der Dalai Lamas. Ich habe meine persönliche Bestimmung und Verantwortung. Responsibility. So therefore, is the eventually, and also there some is some what's the immediate causes due to some immediate causes. That means some is the very say the criticism among the Buddhist sects. Weil immer mehr Spannungen und Konflikte zwischen den buddhistischen Schulen auftauchten, nahm ich in der Öffentlichkeit klar Stellung dazu, in drei Punkten. I made clear, I think the conclusion, conclusion or essence, three points. I see the three points. One, Erstens, die Tatsache, dass eine schlechte Beziehung zwischen Shugden und dem 5. Dalai Lama herrschte und der 5. Dalai Lama versucht hatte, den Geist zu zerstören, hat Folgen für mich und die jetzige Regierung. The second, the because of the way of their practice. Zweitens, die Shugden-Anhänger preisen diesen Geist mit so viel Hingabe und heben ihn so hervor, dass der tibetische Buddhismus zu einem Götzenkult zu degenerieren droht. That such profound Tibetan Buddhism eventually degenerate, become degenerate to spirit worship. Very unfortunate. Then third, Und drittens, wie Sie wissen, versuche ich immer, den Frieden zwischen den Religionen zu fördern, insbesondere unter den Angehörigen des tibetischen Buddhismus. Ich praktiziere selber die Lehren der Gelbmützen, der Rotmützen und aller anderen tibetischen Schulen. So for that, you see, this very sectarian
Klar ist, dass die Ansicht der Shukden-Anhänger sektiererisch ist. Deshalb ist ihre Verehrung ein Hindernis in meinem Bemühen, zum friedlichen Zusammenleben aller Religionen beizutragen. Angesichts der jüngsten Ereignisse hat sich diese Gruppierung zum Fanatismus und zum Fundamentalismus entwickelt. Sogar die indische Polizei bestätigt dies im vorgefallenen Mordfall. Ob im Buddhismus, im Christentum, im Islam oder im Judentum, Fundamentalismus und Fanatismus sind ungesund. Jewish, wherever the fundamentalist or fanatic sort of view comes, is not healthy. Herr Kalf, wir haben die Sendung begonnen mit den schönen Bildern vom Buddhismus, die wir vor allem im Westen haben. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser ganzen Debatte? Also natürlich finde ich es absolut richtig und auch wichtig für Westliche, auch für Westliche, die Buddhismus praktizieren, dass wir ein realistisches Bild von Tibet, seiner Kultur entwickeln, dass wir nicht irgendwie idealisieren. Andererseits würde ich auch davor warnen, dass wir jetzt quasi aus unserer eigenen Sicherheit, die wir haben als Schweizer, auf diesen Schattenseiten von Tibet herumreiten, ihnen vielleicht ein überdimensioniertes Gewicht sehen und an uns selber nicht auch sehen, wo wir eventuell in unserer Beziehung zu Tibet Fehler machen. Und ein ganz besonderer Punkt, der mir ein großes Anliegen ist, ich würde es wünschenswert finden, es würde mehr darüber nachgedacht, ob es ethisch verantwortlich vertretbar ist, dass zum Beispiel in der Schweiz die Regierung Tibet als besetzt, als Teil von China ansieht, wobei doch die Internationale Juristenkommission und auch 1993 eine neue internationale Kommission eindeutig festgestellt hat, dass im Moment der Invasion durch China Tibet ein unabhängiges Land war. Und diese Frage scheint mir besonders brisant in der heutigen Diskussion und der Aufarbeitung unserer Vergangenheit in der Beziehung zu den Nazis. Ja, Herr Gjalsen, was ist Ihre Konsequenz, die Sie aus dieser ganzen Spannung und Debatte ziehen? Ja, einmal ist die ich wünschte mir, dass vor allem zum Beispiel die Redaktion 10 vor 10 ihre Konsequenzen zieht, sondern ich sehe für uns keinen Anlass, da große Änderungen durchzuführen. Weil tatsächlich ist es so, dass weder von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, noch von der tibetischen Exilregierung irgendetwas unternommen wurde, das man als Menschenrechtsverletzung oder als Verfolgung bezeichnen kann. Nun, wir haben von heftigen Reaktionen unter den Tibetern gesprochen. Die gab es in diesem Shukden-Konflikt. Aber ich glaube nicht, dass für die große Mehrheit der Tibeter sich heftige Emotionen erlaubt haben, weil einige Leute Shukden praktizieren. Sondern ich glaube, die Leute haben emotional reagiert, weil von den Shukden-Leuten eine Diffamierungskampagne international gegen den Dalai Lama und gegen die tibetische Exilregierung lanciert wurde. Weil in diesem Konflikt zum ersten Mal einen dreifachen Mord gibt. Die Gewalt und die Diffamierungskampagne ist es, die Leute heftig reagieren lässt. Und in diesem Zusammenhang weise ich auch gern darauf hin, dass die Exilgemeinschaft ist eine sehr fragile Gemeinschaft. Wir leben im Exil, verstreut in der ganzen Welt. Wir müssen beständig um unsere kulturelle, religiöse, politische Identität kämpfen. Es ist eine Gemeinschaft, die ständig unter Belastungen ist. Und dann hinzu kommt, dass wir in China einen übermächtigen politischen Gegner haben. In dieser Situation ist das Bedürfnis der Tibeter nach Einigkeit, Harmonie, Schulterschluss sehr groß.
Wenn dann eine Gruppe von Tibeter oder ein Einzelperson sich aus dieser Gruppe herausschert, dann empfinden viele Tibeter das als einen unsolidarischen und als einen Verrat an das eigene Volk und an die eigene politisches Anliegen. Soweit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Informationen und Meinungsbilder über ein letztlich sehr kleines Problem innerhalb des tibetischen Buddhismus. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung einen kleinen Anstoß geben konnten, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. So oft stimmen ja unsere Bilder mit der Realität nicht überein. Fiktion und Realität, das ist denn auch ein Thema einer unserer nächsten Sternstunden, wenn ich mich mit dem Dalai Lama über den neuesten Film Kundun unterhalte. Ich bin